Das Stern-TV-Job-Experiment. Vergangenen Donnerstag morgens um 8 Uhr vor dem Jobcenter in Köln-Mülheim. Hier werden tausende Arbeitslose betreut und Stern-TV möchte Menschen in Arbeit bringen. 150 Meter weiter steht unser Bewerbungsbus inklusive Personalchefs. Wer möchte, kann zum Beispiel für Oliver Oetgen vom Dachdeckerbetrieb Overdach in Kerpen arbeiten. Die Auftragsbücher der Firma sind voll. Momentan könnte der Betrieb rund um die Uhr Solaranlagen montieren, wenn es nur genug Personal gäbe. Wir würden, weil wir auch jetzt ein neues Standbein dazu genommen haben, tatsächlich 10 bis 15 Solateure und Dachdecker einstellen. Und auch ungelernte Kräfte? Ja, wenn die Auffassungsgabe gut ist, dann auch ungelernte Kräfte. Ja. Noch mehr große Brötchen backen möchte auch Rolf-Martin Randecker von Kleins Backstube. Die Bäckereikette mit über 100 Filialen in und um Köln bereitet sich mit Hochdruck auf die starke Weihnachtssaison vor und hat eine Menge Voll- wie Teilzeitstellen zu vergeben. In Köln zum Beispiel suchen wir gerade 10 Teilzeitkräfte und 15 Vollzeitkräfte. Geht man raus Richtung Eifel, das sind es etwas mehr. Aber es ist natürlich auch ein größeres Gebiet, ungefähr in der gleichen Anzahl. Also so 30 Mitarbeiter könnten Sie noch brauchen? Könnten wir sofort sehr gut gebrauchen. Los geht's. Unser Team positioniert sich direkt vor dem Jobcenter. 50 Menschen wollen wir heute ein Jobangebot machen. Guten Morgen. Suchen Sie Arbeit? Ich habe Arbeit. Ja, was haben Sie, was machen Sie? Ich mache Gastronomie. Wie lange haben Sie gesucht nach Arbeit? 3 Monate ungefähr. Doch so lange, obwohl so viel frei ist im Moment, ne? Aber momentan ist die Bezahlerei ist schlecht, sag ich einfach so. Was werden Sie jetzt machen? Ich bin Koch. Ach, Sie sind Koch. Wissen Sie, was Sie da verdienen? Ja, ich habe fast 3.000. Oh, das ist viel. Das könnten Sie mit Bürgergeld wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ja, überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Haben Sie zwischendurch Bürgergeld bezogen? Ja, doch. Ja, doch. 4 Monate habe ich bezogen. Und deshalb habe ich abgesagt heute. Warum beziehen Sie nicht einfach weiter Bürgergeld? Nee. Ich brauche auch meine Arbeit. Weil jedes Mal diese Termine und Blödsinn, das ist nichts für mich, das Wahres. Ich sage einfach so, das Bürgergeld kriegt man 500-600 Euro. Ich sage einfach so jetzt, ausgedrückt. Was macht damit? Nach 6 Tagen ist das Geld weg. Saucht mal eine, raucht mal eine, trinkt mal eine, ist vorbei. Herzlichen Glückwunsch. Balwinder Singh ist raus aus dem Bürgergeld und wir möchten andere Menschen auch in Arbeit bringen. Gar nicht so leicht, denn manche suchen gar nicht danach, manche können einfach nicht arbeiten. Guten Tag, suchen Sie einen Job? Nee, also ich habe keine Zeit, ich muss mal ausgehen von den Terminen. Okay, danke. Danke. Guten Tag, suchen Sie nach einem Job? Nein. Suchen Sie Arbeit? Nein. Nicht? Nein. Wovon leben Sie? Von Hartz IV. Ah. Wollen Sie nicht arbeiten? Im Moment gesundheitlich geht es nicht. Suchen Sie einen Job? Was wir vor dem Jobcenter erleben, Alltag für Personalchefs. Das bestätigt einfach die Quote. Also wenn wir auch über das Portal der Arbeitsagentur suchen, kommen auf 10, 15 angeschriebene Arbeitssuchende tatsächlich erfahrungsgemäß eine Rückmeldung zurück, die dann auch verwertbar ist. Aber so schnell geben wir nicht auf. Weiter geht's mit unserem Experiment vor dem Jobcenter in Köln-Mülheim. Guten Morgen. Suchen Sie einen Job? Ja, einen Job suche ich, aber momentan habe ich andere Sorgen. Ja, wenn es mit der Scheidung geht und so weiter. Stern-TV hätte für Sie einen Job. Ja, das wäre schön. Können Sie morgen anfangen? Ja, sofort. Warum nicht? Wollen Sie? Arbeiten, ja. Ja? Wir können jetzt sofort ein Bewerbungsgespräch führen. Ja, und was? Sie könnten entweder in einer Bäckerei arbeiten oder in einem Dachdeckerbetrieb. Dachdecker kann ich auch. Warum nicht? Ohne Vorkenntnisse? Ja, ist kein Problem. Was es um Arbeiten geht, sage ich nicht nein. Egal was. Wären Sie bereit, morgen einen ersten Probetag zu machen? Ja, werde ich bereit. Ja? Ja, warum nicht? Haben Sie Zeit? Dann können wir jetzt mit den Personalchefs sprechen. Ja, können wir. Jetzt sofort? Ja, sofort. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Na gut, dann gehen wir los. Dann gehen wir los. Auf geht's. Kommen Sie mit? Jule Tekin hat sich gerade von ihrem Mann getrennt und wollte heute eigentlich Bürgergeld beantragen. Jetzt sagt sie uns spontan einen Probearbeitstag zu. Sie möchte in der Bäckerei arbeiten. Wir bringen die 41-Jährige mit Rolf-Martin Randecker von Kleins Backstube zusammen.
Dann würden Sie sich jetzt einfach mit Herrn Randecker mal unterhalten? Ja, 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 auf jeden Fall. Und dann können Sie besprechen, wie das morgen mit so einem Probetag funktionieren könnte. Und dann könnten Sie nächste Woche schon richtig anfangen. Oh, das wäre sehr gut. Also, hätte ich das geträumt, hätte ich es nicht geglaubt. Dann ja. Müssen Sie gar kein Bürgergeld mehr beantragen, sehen Sie? Bitte schön. Ja, danke schön. Zack. Ja, Thüle, herzlich willkommen hier beim Speed Dating in Mülheim an der Arbeitsagentur. Hast du denn schon mal im Verkauf gearbeitet? Nee, leider nicht. Okay, wo kommst du denn beruflich her? Beruflich bin ich Friseusin, Professionistin, also professionelle Friseusin. Okay, ja, da siehst du mal, da, bei der Friseuse ist es ja auch so, die Dienstleistung ist mit das Wichtigste. Ja, ja, auch stimmt. Der Kontakt zu den Kunden. Genau. Rolf-Martin Randecker und Jules Tekin sind sich nach wenigen Minuten einig. Die 41-Jährige soll einen Schnuppertag in einer Filiale von Kleins Backstube absolvieren. Jules Tekin könnte ihrem Leben eine neue Wendung geben. Vor 13 Jahren hat SternTV schon einmal ein Jobexperiment gestartet. 2010 haben wir vor der Agentur für Arbeit in Frankfurt Jobs bei McDonald's angeboten. Anfangs läuft das sehr schleppend. Bis wir Julia Kukielski ansprechen. Sie lebt damals von Hartz IV. Könnten Sie sich denn jetzt vorstellen, zum Beispiel auch bei McDonald's zu arbeiten? Warum nicht? Was anderes, klar. Die damals 29-Jährige sagt zu, einen Probetag bei McDonald's zu arbeiten. Für 7,35 Euro pro Stunde. SternTV ist dabei, als Julia Kukielski ihre ersten Burger brät. So, eine Scheibe Gurke. Und wir haben Glück, wir machen dann aus allen einen Hamburger, ja? Okay. Es ist sehr warm, es ist ungewohnt. Und man kommt halt in ein Team, das organisiert ist, kennt sich ab und weiß, welche Handgriff. Und man kommt neu dazu, weiß gar nicht, wo man hin soll. Völlig neu, aber ich denke mal, das ist alles Gewöhnungssache. Und das findet man sich schon rein. Und am Ende des Probetages gibt es tatsächlich ein Angebot. Schön, dass Sie da sind. Wenn Sie wollen, können wir Ihnen den Job anbieten. Daumen hoch. Ja? Ja. Prima. Dann werden wir Sie alsbald hier als neuen Mitarbeiter von unserem Team begrüßen dürfen. Ja, wir kommen vor die Tränen. Nach einem Jahr verlässt Julia Kukielski McDonald's wieder. Aber nicht zurück zu Hartz IV, sondern zur Drogeriemarktkette DM, wo sie schnell zur stellvertretenden Filialleiterin aufsteigt, erzählt sie uns am Montag. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, kriege ich immer noch Pipi in den Augen, ja, weil das einfach so mein Leben verändert hat. Das war einfach eine so große Chance und dass ich die genutzt habe. Das ist Gold wert. Noch einmal auf den Staat und Transferleistungen angewiesen sein? Für Julia Kukielski ist das ausgeschlossen. Das ist ja auch keine Lösung, zu sagen, okay, ich bekomme jetzt mein Bürgergeld und die Grundsicherung und noch dies und noch das. Und ganz ehrlich, mir wäre auch zu langweilig. Dadurch, dass ich halt jetzt auch mehr Geld zur Verfügung habe, kann man doch auch viel mehr machen. Man kann seine Freizeit doch viel mehr genießen. Und deswegen hätte SternTV mich nicht damals angesprochen, wäre mein Leben ein bisschen anders verlaufen. Diese SternTV-Erfolgsgeschichte soll sich wiederholen. Vielleicht ja mit diesem Mann, der gerade auf dem Weg zum Jobcenter ist. Guten Tag, suchen Sie einen Job? Ja, natürlich. Also, wir haben was zu bieten, entweder in einer großen Bäckereikette oder in einem Dachdeckerbetrieb. Können wir jetzt mal gucken. Ja. Vorkenntnisse sind nicht notwendig und Sie können vor allem morgen anfangen. Ja, gerne. Wie wäre das? Ja, natürlich, gerne. Ja? Ali Attari erzählt uns, dass er schon seit fast 30 Jahren in Köln lebt. Er hat in der Landwirtschaft, als Koch und als Taxifahrer gearbeitet. Momentan ist er arbeitslos. Wovon möchten Sie lieber leben? Vom Bürgergeld oder vom selbstverdienten Geld? Ich habe immer, seit dem 27 Jahren bin ich in Deutschland, immer gearbeitet, selbstständig und so weiter. Und möchte ich auch nicht. Also damit kann man nicht leben einfach. Was, und das interessiert am Ende immer alle, was kann Herr Attari bei Ihnen verdienen? Ja, es kommt ein bisschen natürlich auf die Vorkenntnisse an. Da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Aber bei uns fängt es im Endeffekt bei 15 Euro rum an.
Und es geht auch relativ schnell nach oben, weil es geht immer um die Lernkurve beziehungsweise auch um den Willen, eben halt sich weiterentwickeln zu wollen. Haben Sie das gehört? Es sind 15 Euro für Sie sofort pro Stunde. Wäre das was? Ja, natürlich gerne. Ja, es ist sehr gut und ich freue mich darauf. Wie lange sind Sie im Moment schon arbeitslos? Seit 2 Jahren, ich glaube schon. Seit 2 Jahren? 2 Jahre, ja. Beziehen Sie Bürgergeld? Ja. Aber ich habe viele Bewerbungen geschickt. So, zum Beispiel nach Obi, zum Beispiel, da wollte ich auch arbeiten als Verkäufer oder so. Und hatte ich bis jetzt keine Nachricht bekommen, keine Antwort. Herr Attari, ich würde Sie jetzt übergeben an Herrn Oetken. Auch Ali Attari ist sich mit seinem möglicherweise künftigen Chef schnell einig. Für 15 Euro pro Stunde kann er zunächst Hilfsarbeiten im Dachdeckerbetrieb übernehmen. Gleich morgen früh soll es losgehen. Am vergangenen Freitag um 6 Uhr morgens hat sich Ali Attari mit einem Anzug in Schale geworfen. Der gebürtige Iraner setzt große Hoffnungen in den heutigen Tag. Wichtige Termin, immer mit Anzug oder Krawatte gehe ich. Beim Dachdecker angekommen, muss Ali Hemd und Krawatte allerdings schnell gegen Helm und Warnweste tauschen. Er soll heute auf einer Baustelle mit anpacken. Neuer Mitarbeiter. Das ist der Ali. Dann sage ich noch mal herzlich willkommen. Ja, ne? Ja, ja, danke. Ebenfalls. Ne? Ja, ich auch. Bauleiter Blerim Sopi weiß ganz genau, worauf es ankommt. Man muss das wollen. Man muss als Dachdecker arbeiten möchten. Heute ist das Wetter nicht so schön. Wetter nicht so schön und gucken wir mal, wie das gefällt, bei Wind und Wetter zu arbeiten. Ich nehme mal den Besen, dann machst du hier mal kurz das. Ali packt auf der Baustelle gleich mit an. Der Mitarbeiter auf Probe trocknet unter Aufsicht des Bauleiters den Boden, auf dem heute neue Dachplatten verlegt werden sollen. Ali, machst du hier weiter, ja? Also handwerkliche Sache ist immer Spaß. Mit Werkzeuge, mit alles ist mit Feuer so richtig, alles ist Spaß. Ich liebe Handwerk, also ich will Werkzeuge. Ohne Job bekäme Ali Attari im kommenden Jahr 563 Euro Bürgergeld. Die Miete von 350 Euro und 90 Euro Nebenkosten übernehme das Amt. Würde er beim Dachdecker anfangen, bekäme er ungefähr 1.800 Euro netto. Davon müsste er Miete und Nebenkosten selbst bezahlen und hätte somit noch 1.360 Euro zur Verfügung. Ali Attari hätte mit Job also mindestens 797 Euro mehr als mit dem Bürgergeld. An seinem Probetag auf dem Dach kniet sich Ali richtig rein. Auch mit den Kollegen kommt er gut zurecht. Deutlich wird aber auch, dass die Arbeit auf dem Dach neu für ihn ist. Deshalb soll er noch eine weitere Probewoche absolvieren. Schön, dass Sie hier waren. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und heute vielen Dank. Personalchef Oliver Oetken hat deshalb mit dem Jobcenter bereits Kontakt aufgenommen. Statt Bürgergeld zu beantragen, hat sich Jule Tekin vorgestern Morgen auf den Weg gemacht, um ihren Probearbeitstag in Kleinsbackstube zu absolvieren. Die 41-Jährige ist eine halbe Stunde zu früh dran. Sie möchte unbedingt einen guten Eindruck machen. Ich freue mich erstmal und bin neugierig, ob ich das jetzt auch schaffe, weil das erste Mal für mich ist. Noch heute soll die Entscheidung fallen, ob Jule den Job beim Bäcker bekommt oder nicht. Ein Wörtchen mitzureden hat dabei dann auch Filialleiterin Sabrina Ildokusch. Frau Tekin macht heute einen Schnuppertag bei uns. Ja, und ich würde sagen, los geht's. Alles klar. Dann gehen wir erstmal nach hinten. So. Dann würde ich dich bitten, einmal die Haare zuzumachen. Ja. Ja. Am besten nach oben. Nach oben, ne? Wenn du noch ein Haargummi hast, dann ein Flechtezopf. Nein, dann nicht, aber ich krieg das alles hin mit der Spange, ja. Okay. So, perfekt. Hält es? Ja. So, als zweites ziehen wir uns Handschuhe an. Wenn ein Kunde kommt und was haben will, immer entweder mit den Handschuhen oder mit einer Zange. Okay. Es gibt aber Kunden, die möchten Handschuhe und Zange haben. Ja. Sobald du an die Kasse gehst, Handschuhe ausziehen, wegschmeißen, neue anziehen. Zwischen Laugengebäck und Schokocroissants muss sich Jule jetzt möglichst schnell zurechtfinden. Und sie darf gleich die ersten Kunden bedienen. Bitte schön. Schönen Tag noch, ne?
Sind Sie die Neue? Ja, ich bin die Neue. Also nochmal? Ein Reihenbäckchen. Die hier, ne? Ja. Ja, eins. Eins davon. Dankeschön. Bitteschön. An ihrem ersten Tag gibt Jüla alles. Ihre freundliche Art kommt bei allen gut an. Ich hätte gerne 8,45 Euro. Dankeschön. Sie zeigt, dass sie ja, Spaß dran hat an der Arbeit, dass sie will. Ja, sie versucht. Sie hat echt wirklich ja, Power und will es. Ne? Kommen Sie mal kurz, Frau Thekin. Ja. Ja. Wie war es denn heute? Es war gut, super war. Ja, dann kommen Sie mal kurz hier rüber. Ich nehme Sie mit. Der Schnuppertag beim Bäcker endet mit einem Abschlussgespräch. Ja, Frau Thekin, super. Ich habe auch das Feedback gerade bekommen noch von der Frau Eldekusch. Dementsprechend würden wir Ihnen gerne die Arbeitsstelle hier anbieten. Ja, ich nehme auch den Job gerne an und freue mich. Schon kommende Woche soll der Arbeitsvertrag unterschrieben werden. Jüla Thekin verdient dann etwa 1.550 Euro netto im Monat, muss davon allerdings Miete und Nebenkosten bezahlen. Als Bürgergeldempfängerin würde sie im kommenden Jahr für sich 563 Euro im Monat bekommen. Das Amt würde außerdem Miete und Nebenkosten übernehmen. Aber das ist jetzt ja nicht mehr nötig. Momentan, ich kriege Gänsehaut, also, und das kann ich nur sagen. Ja, TV Stern ist, also ihr seid wirklich unglaublich. Ich bin die Glücklichste jetzt für diesen Job. Hab Glück gehabt.